Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Life is Strange Before the Storm. Wir müssen unser Auto hübsch machen. Not sure what's wrong with the engine or how to fix it. Ah, okay. Not yet, anyway. So, dazu müssen wir ein paar Teile finden. Ich glaube, wir brauchen eine Lampe, wir brauchen etwas Hartes zum Abdecken des Bodens und wir brauchen eine Art Decke für, für das etwas leicht abgewohnte Polster. Ich glaube, da werden wir aber fündig werden. Ich bin mir ziemlich sicher. Der Fotoapparat nicht. Beim Werkzeugkasten können wir da. Nee, das ist noch immer ansehen. Hier sind Glasscherben. Glass looks way prettier when it's broken. Wonder what else that's true for. Ich glaube, es sieht nicht besser aus, wenn der Mensch gebrochen ist. Ganz ehrlich. So, hier ist ein Teppich. Ich glaube, den können wir mitnehmen. Today you begin an exciting new life as a floor mat. So, dazu müssten wir dann noch. Nee, da ging es nicht weiter, da lang. Hier waren Lampen, oder? Das war nämlich das Einzige, was ich mir von der letzten Folge Here's gemerkt hoping for habe. a holiday miracle to light up my ride. Grün, 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 grün. Da haben wir eine Glühbirne. Und damit sind wir schon eigentlich fast durch. Aber ich guck mal, ob wir noch was anderes hinlegen können. Poster? Now this is a vortex club I wouldn't mind joining. Vortex Club. Kommunism, Atheism, Free Love. Aha. Kunterbunter Ball. Außenseiter vereint euch. Seid, wer immer ihr seid, wenn wir essen, trinken und fröhlich sagen. Fickt euch an Reagan und sein repressives Regime. Kommunismus, Atheismus, freie Liebe. Blackwell Academy, Jahrgang 81. Ach Mensch, was ist daraus geworden? Es wäre aber auch so ein Ding. Ui, was ist das? You're a long way from the country club, guy. Lag das in der letzten Folge auch schon da? Habe ich das einfach übersehen? Das ist ja cool. Das war da. Das haben wir auch belesen. Der Schürhaken. Hier ist auch noch die Mucke aktiv. Ba, 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 ba. Piratenflagge. Kann man die mitnehmen? Ah, wir brauchen nur noch was für. Ja, This might make the perfect cover for that torn seat. das stimmt. Ich vergaß, dass der Sitz hier ja auch noch gemacht werden muss. Ich glaube, dann haben wir alles. Aber ich möchte mal gucken, ob wir noch das ein oder andere kleine Detail mitnehmen können oder ob jetzt alles verschwunden ist hier. Den Schläger brauche ich gar nicht erst probieren. Das nur ansehen. Das brauchen wir nicht. Das Schild kriegen wir nicht. Schulbus, hier hinten war noch was. Strandhandtuch. Nee, das nimmt sie nicht mit, okay. Huch. Was? Mehr zum Reparieren finden, okay. Die Spritze war es nicht. Hier war doch irgendwo. Hier war das, ne? Nee, doch da. Nee, die können wir nicht mitnehmen. Okay. Ich dachte, das wäre möglich, dass man vielleicht unterschiedlich die Sachen einrichten kann, was vielleicht am ehesten an irgendetwas erinnert oder so einen Bezug schafft. Better head back to the truck. Ja, ich bin ja schon bei, komm. So, Mensch, ich bin schon total aufgeregt. So, dann wollen wir mal. Erstmal machen wir die neue Glühbirne. Eine schöne grüne Glühbirne. Yeah. Passt. Und dann machen wir hier die Decke rüber. Also, ne, die Totenkopffahne. Jawohl, ja. So, und dann legen wir hier noch was drüber. Zumindest den Anschein erwecken. Hehehehe. Da siehst du. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich das Auto weiter reparieren, This ne? thing looks like a rusted out shopping cart. Probably drives like one too. That's if it ever does drive. Which seems questionable. Still, how sweet would that be?
Yeah? Bryce, it's Frank. Oh. Hey, Frank. What's up? Yeah, just checking in to see how you're doing. Really? No. Listen, we've got some business to discuss. Where can we meet? What about... Oh, like... drugs? Bryce. I'm hanging out in the junkyard, north of town. The junkyard? That's great. Stay there, I'll see you soon. Okay. Und Frank? Wegwerf-Handy, ist alles cool? I'm not in trouble or anything, right? I don't know. Did you do anything you should be in trouble for? Like, in general, or to you? Time for a hard-earned smoke break. Taxi-Trennwand? Does Principal Wells eat pizza with a fork and knife? I knew there was something off about that guy. Fixing the truck was hard work. Time to kick back and light up when I'm done looking. Does your truck look like a Christmas party on wheels? Yeah, didn't think so. Okay, es hat funktioniert. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was ist das hier? The inaugural truck tag. Aber warum steht da Taxi-Trennwand? Das ist doch eher dann die Truck-Trennwand, da? You only get one chance to make a first expression. Mystisch oder beängstigend? Mystisch natürlich. Ah. Gefühle auf Rädern heißt das Achievement. Schön. Tja. Ah, du willst doch nicht wirklich rauchen, oder? Ach komm. Oh, Handschuhfach, was ist das? Also was es ist, weiß ich schon, aber was ist da drin? Oh oh. What do we have here? Oh oh. Most people probably wouldn't wear a beanie they found in a junkyard. Sucks for most people. Oha! Das ist doch. Yep. This'll do. Na? Tja, na, ich glaube, es bleibt nichts anderes übrig. Zigarette eingeschlafen. Mensch, Chloe. Und wir träumen. Ich
Shit. I slept all day. What the hell? Ist der Vater. Dad? I wonder if it burned like this the day it happened. Das muss echt wehtun, sowas. Do I feel like roasting a marshmallow? Ja, du fühlst dich dazu gut in der Lage. Do I even like marshmallows? Du hast die Möglichkeit, mit deinem Vater Marshmallows zu rösten. Amazing, isn't it? I can't look away. Sure. Don't pretend you're not mesmerized too. See? You're so drawn to it, you don't even realize the danger. Danger? Fire blinds us. Just like darkness. But darkness blinds with absence. With loss. What does fire blind with? Beauty. But sometimes, there's a greater beauty yet to come. Incredible. Fire is jealous, Chloe. It wants all the beauty for itself. That's why you need to be careful. Careful of what? Nein. Of getting burned. Oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Aufwachen, aufwachen, aufwachen. Hasn't anyone ever told you not to fall asleep with a lit cigarette? You could start a fire. So, are you gonna invite me in?
Or what? Natürlich oder nicht sicher? I love giving rides to strange drifters. Hop in. Thanks. Klamotten? You've been busy. It's nothing. Just some junk I found lying around. Pirate flag? Bright green light? Holy shit. The all-seeing eye. Figured it can't hurt to have the Illuminati on our side for whenever shit goes down. Always thinking ahead. Chloe, this is incredible. I can't believe you found us an escape vehicle already. Flüchten. Ja, wir hatten mal was gesagt von Flüchten, ne? Aber ich frag lieber nach. Like, for us to run away? Oh, I guess I wasn't thinking about it that way. Are you getting cold feet? I thought you were all bye-bye Arcadia Bay last night. I still am, I guess. You guess? It's not so easy. This truck doesn't even start, and we don't have any money. We can figure all of that out. I have no doubt. Besides, there's no rush. True. And no Blackwell. Holy shit. That Wells meeting. I'm so sorry. I can't believe he actually expelled you. Why not? No reason to prolong the inevitable. It's definitely Blackwell's loss. You covering for me was amazing. I don't know how to thank you. Whatever. You tried to cover for me, too. Tried and failed. I guess we know who the better liar is. Or maybe my lie was the one he wanted to believe. At least Wells has no idea what really went down with us last night. Shit got pretty wild. Ziemlich abgefahren. Uns. Last I checked, you're the one who went all Puff the Manic Dragon on that tree last night. What were you thinking? I was angry. I didn't expect the whole stupid park to go whoosh. But come on, doesn't accomplice sound way cooler than accessory after the fact? Is that the official Arcadia Bay DA's opinion? Accomplice it is. I'd be way happier going to jail than having to live at home with Dictator David. He announced his plans to move in this morning. Oh, Chloe, that's awful. I'm so sorry. You know what we both could use? Therapy. Therapy. You start. Kick back and tell me what's bothering you. Well, Doc. Ja, Doc. Was uns wirklich beschäftigt, das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Ich mache an der Stelle einen Break. Ich weiß, das ist wieder so unfair und gemein. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Euer Firefox.